Dich kotzt es an, dass du bei Mentimeter immer die Tastatur benutzen musst, um zur nächsten Folie zu springen? Ab jetzt brauchst du das nicht mehr. Denn jetzt gibt es Mentimode. Moin Moin, das ist Sebastians Projekte, Teams und Menschen, und wenn du mehr über hilfreiche Werkzeuge erfahren willst und wie du zudem mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, damit du nichts verpasst. Mentimode ist eine digitale Fernbedienung für Mentimeter. Und nein, ihr braucht jetzt keine extra Hardware kaufen. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist euer Handy. Wir gehen auf Mentimeter und öffnen unsere Präsentation. Rechts oben haben wir nun einen kleinen Pfeil. Aktuell ist er noch mit Beta gekennzeichnet, aber es funktioniert schon einwandfrei. Und den klicken wir jetzt. Cool. Hier haben wir nun unsere Präsentation und können das Wichtigste machen. Wir können zwischen den Seiten hin und her springen, die Ergebnisse ein- und ausblenden, die Abstimmung öffnen und schließen, bestimmte Bilder ein- und ausblenden und zwischen absoluten und relativen Ergebnissen wechseln. Und als Bonus können wir auch Fragen und Antworten verwalten. Wie geil ist das denn? Die Frage des Tages. Findest du es genauso geil wie ich? Hinterlasse mir einen Kommentar und ich bin gespannt. Hat dir mein kurzes Video gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst.